Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Videoreihe zum Thema Schlingentraining. Heute geht es um den Rücken, nachdem wir das erste Mal die Körpermitte, den Rumpf trainiert haben. Ja, fokussieren wir heute ein bisschen den oberen Rücken, fünf einfache Übungen, die ihr in euren Trainingsplan einbauen könnt. Los geht's! Frontal zu den Schlingen stellen, Schlingen an den Handgriffen so fassen und die Hände drehen, dass die Handflächen zueinander zeigen, durchhängen lassen, Körpermitte aktivieren, die Schulterblätter aktivieren und hochziehen, bis die Hände an der Brust liegen. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, einfach mit den Füßen nach Richtung Verankerungspunkt wandern, bis sich Oberschenkel und Oberkörper fast parallel zum Boden befinden. Hände drehen, sodass die Handinnenflächen Richtung Boden zeigen, das Gesäß Richtung Boden führen, bis sich Oberschenkel und Unterschenkel im 90-Grad-Winkel befinden, den Rücken aktivieren und nun aus dem Rücken und Arm Richtung Verankerungspunkt ziehen. Schlingen greifen und die Hände drehen, sodass die Handinnenflächen wieder zueinander zeigen. Den Körper hängen lassen, bis Arme fast durchgestreckt sind und aus den Schulterblättern Richtung Verankerungspunkt ziehen. Dabei bleibt die Länge der Arme die ganze Zeit erhalten. Um den Stand noch ein bisschen zu festigen, einfach die Füße voreinander versetzt aufstellen. Dafür benötigen wir den einen Handgriff, den linken Handgriff durch die Schlaufe oberhalb des rechten Handgriffes führen, dann noch einmal den linken Handgriff durch die Schlaufe oberhalb des rechten Handgriffes führen, mit der rechten Hand den Handgriff greifen und festziehen. Das gleiche können wir natürlich auch umgekehrt für die linke Seite tun. Nun körperseitlich öffnen und hängen lassen und durch eine Zugbewegung mit dem rechten Arm den Körper Richtung Verankerungspunkt führen, dabei den Arm beugen, bis sich die rechte Hand auf Höhe der Brust befindet. Nach einigen Wiederholungen den Arm wechseln. Wieder frontal zu den Schlingen stellen, die Schlingen an den Handgriffen fassen und die Handflächen so drehen, dass die Handinnenflächen Richtung Boden zeigen, die Ellbogen heben, sodass sie sich mindestens auf Brusthöhe, wenn nicht sogar noch höher befinden und den Körper Richtung Verankerungspunkt ziehen, bis sich die Schlingen wieder direkt neben der Brust befinden und wieder zurück in die Ausgangsposition. Das waren auch schon die fünf Übungen für den Rücken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, dann gebt uns noch einen Daumen nach oben fürs Video. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die weiteren Videos nicht verpasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, dann kommentiert. Ich freue mich auf euer Feedback. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt. Und jetzt bitte.